Das ist entscheidend der Verdienst des Bundesinnenministers Thomas de Maizière, der nachdrücklich bei seinen Kollegen dafür geworben hat, dass Europa ein klares Signal der Solidarität und der fairen Verteilung setzen muss. Und wir sind unserem Bundesinnenminister für dieses Engagement sehr dankbar. Das Gesetzespaket, das jetzt vorliegt für die Beratungen für den morgigen Flüchtlingsgipfel, ist aus unserer Sicht eine gute Grundlage, weil es zum einen deutlich macht, dass wir nach wie vor offen sind in Deutschland für schutzbedürftige Flüchtlinge und Asylbewerber, dass wir aber wesentlich restriktiver und strenger vorgehen wollen gegenüber denjenigen, die in erster Linie aus wirtschaftlichen und finanziellen Erwägungen zu uns kommen. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass sich die Bundesregierung darauf verständigt hat, 3 weitere Länder im Westbalkan zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Das ist ein deutlicher Schritt nach vorne. Und wir begrüßen es, dass es das klare Bestreben der Bundesregierung ist, den Bewerbern aus den sicheren Herkunftsstaaten geringere Leistungen zukommen zu lassen und insbesondere in den Erstaufnahmeeinrichtungen wieder den Vorrang des Sachleistungsprinzips walten zu lassen gegenüber dem Geldleistungsprinzip. Ich möchte nicht verhehlen, dass es in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine kritische Diskussion darüber gibt, ob wir die Gesundheitskarte flächendeckend in Deutschland einführen sollten. Die CDU-CSU-Fraktion sieht die flächendeckende Einführung der Gesundheitskarte als falsches Signal, weil dadurch falsche Anreize gesetzt werden. Ich glaube, es ist jetzt das Gebot der Stunde, dass wir falsche Anreize abbauen im Hinblick auf die Personen, die in erster Linie aus wirtschaftlichen Erwägungen zu uns kommen. Mit der flächendeckenden Einführung der Gesundheitskarte würde genau das Gegenteil erfolgen. Wir erwarten zum einen mal falsche Anreize und zum anderen durchaus auch die Gefahr der Leistungsmehrungen, dass die Kosten im Gesundheitswesen steigen.